Hey. Oh. Travis. Ich hab dafür nicht zu nüchtern. Alles klar? Ja, alles bestens. Ja, natürlich. Mhm. Hallo in die Runde, hallo. Hallo, Ola. Ja, das ist Vater Chase. Die Runde Vater Chase. Hi. Ah. Wir haben doof, wenn wir fluchen, oder? Nee, natürlich. Wir haben uns doch schon mal gesehen. Oh, bei dir in die Kapelle. In der Kapelle, ja. See. Ja, gibt's kein Fluchverbot. Oh, wunderbar. Dios mio pendejo, da können wir wirklich die loslegen. Das wurde mich nicht der richtige Zeit. Oh nein, jetzt sehen die alle direkt ausgerastet. Das kratzt mich die richtig an, wenn wir nicht die Rede konnten. Dios mio, guck dir mal das Kleid an. Ja. Aber Kostet, das hat euch ja auch nicht in die Kapelle gestorben. Ola. No, das hat uns wirklich nicht gestört in die Kapelle. Mit die Flatrate? Zum Glück gibt es den Flatrate. Nee, damit wir die Glück. Müssen wir die auffrischen? Naja, wenn sie leer ist, ist sie leer. Na, ist die schon leer? Bei eurem Verbrauch ist die auf jeden Fall leer. Das ist ja nichts Neues. Die ist auf jeden Fall leer. Ist immer einfach wieder aufladen wie so eine SIM-Karte. Einfach durch die Schlitz sehen oder wie? Wegnehmen, Popcorn. Du stehst hier unter mir überhaupt nicht durch den Schlitz. Scheiße. Scheiße, was? Er redet die ganze Zeit nur von solchen Sachen. Was soll der Scheiß? Und gerade hat er von seinen Stiften in seiner Hand geredet. Kommt er mit seiner Tittenbar hier rein und sofort verliert er die Kontrolle und muss von Stiften und Schlitzen reden. Möglicherweise. Macht er doch so. Das heißt, ich wollte sagen, das ist bei uns was Neues, aber irgendwie nicht. Nein, es ist tatsächlich. Aber Ricky, was ist mit dir? Du wolltest doch die tanzen. Seh, zeig doch mal. Oh, ich will nicht tanzen, bin ich. Warum die nicht? Du bist die Tänzer von die ganze Stadt, seh. Ich hab dir gerade, du wärst der beste Tänzer. Nee, ich war auch schon da, aber die haben dann den Preis gesagt, habe ich gesagt, no, ist zu günstig. Boah, so billig verkaufst du nicht deine Körper. No. Ich hab zwar die Recadoran-Magazin, aber das nicht. Will jemand von euch die Recadoran-Magazin kaufen? Für ein Magazin? Warte, das ist die mein Recadoran-Magazin von meinen OnlyHands. Da sind die professionellen Fotos. Boah, ich glaube, die beiden brauchen wirklich die professionelle Fotos, eh? Auf keinen Fall. Du verkaufst das immer, als wäre das ein Schmuddelheft. Das ist einfach nur Fotos. Das ist doch nicht die Schmuddelheft. Das sind professionelle Fotos von dir OnlyHands. Und die Hände. Und nicht von deinen Händen. Scheiß Fotos von deinen scheiß Händen. Du kannst mir die doch hier zeigen. Das ist nicht dein Foto von meinen Händen. Ja, und die könntest du auch malen. Zeig mir doch das die Hände so, hier. Das sind immer so Motto-Seiten. So bei dem einen wurde man verhaftet von den Officer Sauer. Bei dem anderen ist man Krankenschwester. Sowas. Nee. Du warst Krankenschwester? Hä? Nee, auf einer Seite schon. Ja, und dann zeigen, warte mal, deine Hände haben dann so eine Krankenschwesterkleidung an, oder was? Da ist ja nur ich, komplett. Scheiße, du musst mir das mal klarer verkaufen, was ist denn das? Worum geht's denn da? Naja, das ist ein Zeitschrift mit Bildern. Aber was für Bilder sind denn da drauf, wenn du dann Krankenschwester bist? Das mögliche Bilder von mir, Modelbilder. Nee, die professionelle Foto. Dios mio, gib ihm doch mal ein Beispiel. Jetzt sag nicht, du hast keins dabei. Ich hab eins dabei. Ey, gib ihm die in die Hand, dann kann er nachher mal gut auf die Toilette gehen und vielleicht sich ein bisschen Zeit nehmen. Das ist also doch ein Wichsbild, oder nicht? No, ist es nicht. Oh Gott. Aber... Das sind professionelle Fotos, man ist überall angezogen. Hä? Wo die Fantasie ist, Was ist das denn für eine merkwürdige Scheiße? Das ist ja komplett verrückt. Warum sah man sich denn Hefte mit angezogenen Leuten? Hey, ich habe mit dem Typen hier links neben mir im Bundesgefängnis gesessen und wir haben Fußbilder gemalt und die verkauft. Aber so eine kranke Scheiße habe ich noch nie gesehen. Ja, aber guck, ich habe schon gehört. Da hat sogar den Officer Sauer mitgemacht. Hola, der hat uns da extra in Handzellen genommen hier auf der Seite. Hallo. Hola. Na, Raoul, tanzt du schon? Aber den Steve habe ich noch nicht so bereit. Raoul, jetzt es ist frei. Sieh, du kannst jetzt raufgehen. Du kannst jetzt wo tanzen. Denn? Da ist doch die frei los. Geh doch, vamos. Schnell, beeil dich. Dios mio, vamos. Und da muss ich zugucken. Wo ist Joaquin? Enterrum. Scheiße, was ist denn jetzt? Ich bin auch nicht sicher. Also ich dachte eigentlich, ihr macht ein mexikanisches Restaurant, aber jetzt habt ihr auch Tänzer oder wie? Was war wir haben die alles, was du dir, was dein Herz begehrt. Ich hoffe, ihr habt eure ihr seid hier mit dem Restaurante. Ja, ja, nee, mit den Mexikanern nicht das, Essen hochgebracht, Warte nicht kurz, wenn wir schon hier sind, Beste Schärfe essen. Zeigt mir eure Seine! Zeigt mir eure Seine! Oh, jetzt geht die los, und die sind noch nicht die Nuchtern. Eieiei. Er legt richtig los. Was ist denn jetzt? Was hast du da denn? Na, die beste Tequila von der Stadt. Jetzt sag nicht, du trinkst keine Tequila, Ich muss mich aber darauf konzentrieren, dass ich heute meinen Glauben nicht verliere. Die Harty versucht die ganze Zeit, meinen Brustwarzen rumzuzwirbeln. Ja, wir fummeln. Ich kann dir sagen, lass das mal die geschehen, Achtung. Mein Mann Gottes, das wird auf keinen Fall passieren. Ich habe aber gehört, das ist wirklich eine professionelle, Die kann sich wirklich die beste Zwirblerin von die Stadt. Das macht das jetzt nicht besser. Du musst einfach nur die Augen zumachen, dann fällt die überhaupt nicht auf.
Schweigen und genießen, oder? Also, wenn die Augen zumachen, kann Hola. Ich das auch selber machen. Hola, Anita. Guck mal, ich habe den Padre gefunden, seh? Der muss die Augen zumachen in den Laden, wo seine Glauben. Scheiße, tanzt du auch hier, oder? Seh, natürlich. Oh, das ist Scheiße, geht das an mich oder ging das an dich? Bin auch nicht sicher. Sowohl als Padre ist Vater, ihr könnt doch alle drei, ist ja gar kein Problem. Nö, ich würde erst mal sagen, wir trinken erst mal einen, seh? Was zur Hölle ist denn jetzt hier gerade los? Die Frau kann... Können wir nicht erst mal einen Kaffee trinken, bevor solche Einladungen kommen, oder was? Kaffee trinken, gehst du 1985. Wir müssen springen. Die Mexikaner, wir gehen gleich rein, seh? Ich krieg die scheiß Tequila-Pendero. So wie der Typ, der mit seinem Fahrrad da die Ladies klein gemacht hat. Was war das für ein Fahrrad? Stimmt, ja, das war wirklich verrückt. Der Typ da unten zeigt dir mein Barrio und zack hat sie eine Telefonnummer eben. Das war wirklich verrückt. Wer zeigt mir mein Barrio? Na, der Typ mit dem flauschigen Haar. Ja. Warte, wem hat der sein Barrio gezeigt? Warte, redet dir von Joaquin? Oh. Wem hat der sein Barrio gezeigt? Keine Ahnung. So ein typischer Flauschhaar. Hat der irgendwem sein Barrio gezeigt? Ich bin jetzt schon bestimmt eine halbe Stunde hier. Der hat heute schon 20 Leuten sein Barrio gezeigt, glaube ich. Scheiße, wo ist denn Fahrrad? Der kleine Pendejo. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist heute schon rausgeflogen. Komm sofort hierher. Oh, die aus mir. Ich glaube, es gibt jetzt ein bisschen hier. Das hier habt ihr die gut gemacht. Die Tequila kommt übrigens ein bisschen im Abgang. Oh Gott, verdammt. Ich glaube, das war der gar nicht. Lass sie jetzt in Ruhe. Ich will sein Barrio zeigen, warst du das oder nicht? Vater. Warte die kurz. Aber man soll doch nicht lügen. Ich habe nicht gelogen, ich habe nur aus Unwissenheit reagiert. Wer ist die da? Die beiden dort. Und Jose, der auch. Ich hab mit denen nicht mal. Oh, jetzt bin ich in die Scheißboot. Geh aus mir, wieso bin ich jetzt in die Scheißboot? Ich hab überhaupt nichts. Ich will jetzt irgendwie noch auf die Fresse hauen. Entweder hast du das gemacht oder nicht. Wenn du das gemacht hast, dann hau ich dir eine rein. Ich hab mit denen nicht mal unterhalten. Du kannst doch nicht mehr gewesen. Scheiße, nein. Hast du einmal die Barrio gezeigt? Geh aus mir, wirklich. Das ist unmöglich. Das kann doch nicht wieder sein. Du kannst doch nicht immer die Barrio zeigen. Verdammte Scheiße, ich weiß nicht mal, worum es geht gerade. Was ist ein Barrio? Verdammte Scheiße. Da wo die Fische drin schwimmen. Nein, das ist ein Aquarium. Oh, Scheiße. Die Barrio, die hab ich nicht. Oh, das ist wo wir die wohnen, seh. Ich stand die ganze Zeit. Oh, Leo, das hat sie gelassen. Oh, Leo. Scheiße. Ich stand die ganze Zeit bei Raul. Ich musste bestimmt zwei oder dreimal. Ich will, dass du deinen scheiß Barrio in der Hose lässt. Hast du mich verstanden? Oh, da bin ich. Verdammte Scheiße. Du sollst mich nie anbaggern, wenn ich wütend auf dich bin. Ja, aber dann ist ja immer die Ratte auf dich. Oh, Dios mio. Aber Anita, du weißt doch immer, wenn du dich so angerufen bist. Entschuldige dich jetzt dafür, dass die Typen gedacht haben, du zeigst irgendwem dein Barrio. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Irgendwas musst du schon gemacht haben, sonst würde die das nicht denken. Hey, warte mal, das ist doch der mit dem Barrio gezeigt hat, oder? Verdammte Scheiße. Ja, der oben mit dem Barrio. Der war's. Genau, der war's. Der auf der Bühne. Scheiße, warte, was? Ja, flauschiges Haar. Scheiße, dann hast du vor... Aber dann, ihr habt mir gerade gesagt... Warte mal. Ja, die Frau ist nicht zu verarschen. Flauschigen Haar. Wolltet ihr es zu schämen, mein Mausebärchen jetzt wirklich hier versuchen, irgendwie Stress zu machen, oder was? Warte mal. Ich glaube, das ist aber auch die Gefühl. Die wollten die Stress machen. Irgendwie, die wollten die Stress machen. Oh, sie macht die... Die haben nicht die Abwehr. Lady, wir wollten jetzt überhaupt nicht Stress machen. Wir haben lediglich eine Beobachtung von jemandem mit sehr flauschigem Haar gemacht. Ja, aber Joaquin hat das flauschigste Haar hier. Und ich dachte natürlich, ihr meint ihn. Oh, die Tequila brennt gerade. Aber wie meinen den Mann mit dem flauschigen Haar? Gucken Sie sich den nochmal an. Die Fresse, du hast das immer verdient, dass ich dir eine reinhaue. Er hat ein flauschiges Haar. Warum kannst du mich hier wieder runterholen? Oh, na, guck mal, da ist unsere Praktikant. Leute, es tut mir leid, dass ich unser Barrio in den Schmutz ziehe, aber das ist die einzige Möglichkeit, hier weiterhin ins Lokal zu dürfen. Sag ich doch, der redet die ganze Zeit von diesem Barrios. Hör mal zu, Lady, wenn du hier weiter so Stress machst, fliegst du raus, hast du verstanden? Redest du mit mir? Ja, ich rede mit dir. Du willst mich hier rausschmeißen, oder was? Scheiße, verdammt, du Scheiße! Oh, Scheiße! Der Typ wollte sein Barrio anderen Leuten zeigen, das muss ich klären! Oh Gott, jetzt geht's auch raus! Lady! Nein! Lady, sich streitet hier um mich? Bei mir ist Platz für alle, wirklich! Ach du Scheiße! Scheiße, alles nur wie den Typ mit dem flauschigen Haar. Ich hätte das gedacht, dass du so eskaliert. Ach, bitte nicht, mach gedacht, die aus mir, das eskaliert sie immer bei uns. Du kannst doch nicht so. Oh Gott. Schmeiß mich doch raus, wenn du denkst, dass du das kannst. Oh Gott. Jetzt kommt Ronny. Jetzt kommt Ronny. Ronny! Oh, Scheiße! Was ist denn jetzt? Los damit! Oh, Scheiße! Was ist passiert? Keine Ahnung. Jetzt gibt's hier Ordnung. Oh! Ich setz auf den Scheiße!
Dios mio. Oh, oh, Gott. Die Augen. Oh, oh, Gott, das ist ein Schlag. Deine Show. Gott sei Dank. Hatte dich jetzt auch rausgeworfen? Ich glaube, das war's mit dem Freibier. Ja, komm, geh mal raus. Ich guck mal. Dios mio. Und das alles nur wegen einer Dupe mit die flauschige Haare. Dann gehen wir mal raus, würde ich sagen. Scheiße, was ist passiert? Scheiße, was ist passiert? Es kam wie so eine Fledermaus aus unserer dunklen Ecke, als hätte darauf gewartet. Ich schwöre, die saß oben. Ey. Guck mal nach oben rechts an diesem Balken, die saß da. Ja, und hat sich einfach fallen lassen. Dios mio, was wollen eine Fledermaus? Verdammte Scheiße, ach du Scheiße. Das war einfach die Faust des Dios mio, einfach wegen einer Dupe mit einer flauschigen Hase. Scheiße, seitdem ich diesen Tequila getrunken habe, gerät alles außer Kontrolle. Das ist guter Tequila. Wirklich? Das ist die beste Tequila in die Stadt, seh? Ach du Scheiße, kann jetzt immer jemand Frau Hart helfen? Ich glaube, das war's mit dem Freibier. Ich glaube, da kümmert sich schon jemand, seh? Frau Hart! Frau Hart! Frau Hart! Ich nehme mir nochmal einen Dollar! Dankeschön! Wait, gib mir den Dollar zurück. Sofort. Her damit. Oh Mann, du! Her damit! Der hat mich aber auch abgezogen. Frau Hart, ich schicke Ihnen das hier rein. So. Mensch! Gut. Dios mio. Gottes Willen. Eieieiei. Kommt gleich jemand, Frau Hart. Alles gut. Ruhig weiteratmen. Scheiße, bist ich hab dir sogar Bisswunden. Dios mio, bist du nicht eigentlich eine Pater für die Frieden und nicht für die Kampf unter die Frauen? Ich interpretiere, ich glaube, du musstest interpretiere deinen Gottes Worte anders. Die Oberprüfen, ich interpretiere Gottes denn? Worte anders. Wirklich? Ja, natürlich. Wie interpretierst du denn die Gotteswort? Naja, erst machen und dann um Verzeihung bitten. Ah, sieh, natürlich. Besser als die Antwort, die kommen, die man nicht die haben will, seh. Ja. Klasse. Scheiße. Hola. Oh, hat alles gut. Josh oder so, seh. Naja, richtig. Ah, seh. Steht meine Bike noch die oben? Wollen wir die mal in die Stabilisatorenbeige machen, ja? Ich hab mal vor zwei Tagen meine die Bike ist schon okay, sie kommt gleich zu blaue sich. Zombies, seh. Ja, alles gut, ich hab mich schon gefragt, wem die ist. Das ist von meines, seh. Ich wollte eigentlich vorbeikommen wegen die Inspektion. Mein Gott, die Sam hat hier voll die Nase gerochen. Scheiße, wie sieht aus? Immer irgendwas, seh, los, seh, dass ich die nicht schaffe. Ist ja nicht schlimm. Nee. Steht nicht im Weg, aber wenn dann. Ich versuch mal, die morgen zu kommen, seh. Ja, richtig. Seh. Diese Tequila. Tja. Ist alles drin. Dios mio. Ich hoffe, Sam hat hier nicht Lebensenergie. Ja, der so Müllers Mike, der hat hier mal das Bacon. War irgendwie schon ausgesucht. So schnell wie Sam gekommen ist, wieder so weggegangen, oder? Und weg war's. Also, sie ist rausgeflogen, ne? Ich guck mal, was aber kannst du mal sehen, was einem Mann des Glaubens anrichten kann, seh? Ich habe, ey, warum? Ich trinke, du hast mir den beschissenen Liquida gegeben. Aber das ist doch nicht die meine Schuld, dass du dich hier so... Ach, und warum ist das jetzt meine Schuld? Na, weil du bist die Mann des Glaubens, du hast die Leute verfuhrt, seh? Was, wie verfuhrt? Wo verfuhrt ich dich denn? Was soll das? Ist doch gar ah, moin. Na, du hast hier kümmern die rumgeholt und die Tupel mit die flauschigen Haare, und du hast sie auf die falsche... Ich habe einfach nur gesagt, was ich gesehen habe. Ach so. Ist dir der erschienen irgendwie in die Nacht oder die weh? Nee, das war so nicht. Frau Hart! Ach so. Gott. Oh, Demento. Ja. Demento. Meine Güte. Dios mio, wieder die da. Muss das mal nach Hause hier. Mein Gott. Ja, geht da zum Frisur, kommt wieder rein. Sagen Sie mal, Herr Müller. So, mit Aufnahme, Telefonnummer, dass ich das hab. Popcorn, ne? Kannst du vergessen. Wie ist ein Stripper? Das sieht so aus. Ach du Scheiße, warte mal. Mr. Tucker? Ja, richtig, Abend. Verdammte Scheiße, ich müsste Ihnen eigentlich richtig eine geben. Sie haben das mit dem Schloss unten total verkackt. Der einzige Grund, warum ich Ihnen gerade nicht keine durchziehe, ist, weil hier drinnen Respekt herrschen soll. Ah, okay. Aber seien Sie mal froh, dass ich Sie nicht draußen getroffen habe. Das ist unten total, kommt keiner mehr rein unten. Keiner kommt mehr rein. Keiner rein, ist einfach zu, kommt keiner rein. Ist das so? Naja, klar. Oder? Adios! Habt ihr gerade das Test auch schon abgeliefert? Hast, ne? Also warum rufen schon... sie denn dann nicht an? Ich hab angerufen, ist keiner da? Den ganzen Abend da? Also warte ich ruf doch dreimal an. Also, die unteren Türen... Die eine untere Tür, da wo, Richtung Tattoo. Ja. Die geht, die krieg ich nicht auf. Nicht schon wieder? Die geht nicht mehr auf. Die geht auch nicht mehr auf. Also ich hab ja gesagt, da soll Schlüssel raus. Aber ja? Keine Ahnung, der hat da irgendwas abgebrochen wahrscheinlich. Aber das war der Paletti, also unten oder die Treppe runtergeht? Nee, die ganz unten ist. Ja gut, die hat der Paletti gemacht, ne? Ah. Na, muss ich dem eine durchziehen oder was? Ja, das endet aber auch manchmal nicht so gut, wenn man den Paletti eine reinhaut. Ja, mein Gott, mir ist das auch... Jetzt muss ich mir schon ausrufen, wann nicht, wem, wir was soll das? Nein, können Sie freie Wahl natürlich. So, aber warten Sie mal, lassen Sie mal gucken. Ja, muss ich vor Ort machen, komme ich gleich vorbei. Naja, klar, also ich wollte nur Bescheid sagen. Ja, okay.
Dann machen wir das gleich oder was? Sie können erstmal hier bleiben, alles gut, so eine halbe Stunde oder so. Was soll ich? Na, so eine halbe Stunde oder so. Sie sind ja jetzt erstmal hier. Nee, ich gehe hier wieder weg. Ich sehe hier Leute in Boxershort rumlaufen, das ist nichts für mich. Ich würde dann jetzt direkt hoch. Vorhat! Was haben Sie denn sonst hier erwartet? Vorhat, darf ich Ihnen vorstellen? Vorhat, das ist hier übrigens. Unterhose. Vorhat, das mal, wir stinken doch nicht. Warte mal, vor. Nee, kann ich jetzt hier mal ganz kurz. Unterhose vor mir. Ich bin so Typen. Meine Fresse. Vorhat, das ist hier übrigens, das ist Herr Tucker. Tucker, Vorhat. Ja, wir kennen uns. Ah, ja, wir kennen uns. Ach, Sie kennen sich auch. Oh, das wird so schön. Der noch mehr. So viele Messern, viele Stöcke. Also. Herr Jörg. Darf ich mal bitte durch, Jungs? Danke. Das ist ja der Sündenbock. Ich schließe das. Scheiße, Sie haben das Schloss unten verkackt. Ich glaube, ich werde gerade wieder verhaftet. Wie, was ist mit dem Schlüssel ist abgebrochen, da kommt keiner mehr rein unten. Ja, jetzt. Dann hast du mal deine Oberarme angeguckt. Junge, vielleicht mal ein bisschen mit Gefühl ran da gehen, Junge. Und nicht immer reinballern, Alter. Was heißt denn reinballern? Ich drücke die genau Tür leicht auf. Bei euch, du. Was, ich habe die Tür leicht auf. Guck, du redest mit mir und ich fühle mich schon zusammengeschlagen, du. Ich habe ja gar nichts gemacht, ich bin da unten nicht so. Geistlicher Mensch, ist ein Vater. Und jetzt auch noch hier. Jesus dahin. Sag mal, was ist denn hier los? Mein Gott. Ey. Ist das Schloss kaputt gegangen? Jetzt mal ernsthaft. Ja, ist wirklich unten zu. Ja, guck mal. War Zinn, ich hab schon gesagt, wir fahren jetzt mal eben hoch. Ja, machen wir eben fertig. Nein, ich Schlüssel, wollte der Poletti noch die Rocker im Boxer gucken. Ja. Für vorne. Sehr gut. Guck mal, dann kommen wir auch rein. Ist kein Problem. Naja, so, noch was mitbringen von oben? Vielleicht ein Sixer, Bier oder so? Ich schick einen Hänger mit hoch. Wait! Bitte nicht. Okay, alles gut. Warte mal, ich sag dem Morales mal Bescheid, dann kriegt er eine ganze Palette Bier für. Ja, das ist mir leid. Das war halt endlich. Oh, das ist ja aber auch voll. Ich schick trotzdem wen hoch, damit das alles offen ist. Ja. Liam. Ich hab keinen Josh, Schmerz. Das ist kein Problem. Lian, Josh, ihr fahrt mal kurz hoch. Die von Paletti machen nochmal oben. Wenn ich das nächste Mal jemanden verprügeln möchte, rufe ich mal kurz mit. Ja. Also ihr fahrt mal ganz kurz hoch, die von Paletti müssen unten die Tür zum Tattoo-Studio nochmal aufmachen. Ja, na klar, ich bin schon gewundert, warum die nicht zugeht. Alles klar. Also, nee, ganz unten, die soll aufbleiben. Die müssen ganz unten den Schlüssel raus zum das Schloss rausnehmen. Was ist los? Wieso läuft das? Nicht zuschließen oder so. Wir müssen mit ihr reden, das bleibt oben offen. Und unten soll das Schloss rausgenommen werden. Alles klar. Ja, ich kann sie nicht verstehen. Dann fahrt los. Wenn ihr Fragen habt, ruft an, Bart. Ja. Keine Ahnung. Der aussieht wie Jeffrey Dahmer mit Afro, der da. Ja, okay. Verdammt nochmal. Was denn? Verdammte Scheiße. Was ist denn hier los? Und nicht, was hier los ist. Wird mich nur unsicher bringen. Ich glaube, Wade wird da hinten vom SD gleich eingepackt. Was? Ach, wo denn? Ja, der ist hinten in den DJ-Raum reingerannt oder so, glaube ich. Ach, das. In den DJ-Raum? Ja, da hinten an der Tür bei den DJ-Raum. Das ist einer von den beiden. Naja, wir bleiben erstmal ganz ruhig. Ja, klar. Das ist okay. Wir haben ein Auge drauf. Ich würde sagen, Bier zur Abkühlung oder was? Ich bin ganz cool, aber ich brauche erstmal keins. Danke dir. Nee, gut. Alles gut. Oh, mein Gott. Was ist denn los? Ich hab gar nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oh, so viel, das ist echt. Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Ich hab nur gesehen, plötzlich bum bum, dann irgendwie Medics und Tür kam rein und irgendwie jetzt ein paar Leute raus. Ja, die Frau hat hier voll in die Fresse gekriegt. Was war das? So, zeigt dir den Ladies den Bari auf dem Fahrrad. Digga, was ist hier los? Was ist in diesem Laden los? Ah, ich glaube, das regelt sich irgendwie wieder. Na, wie immer. Ja, sowas regelt sich meistens von ganz alleine. Plötzlich so leer geworden, was ist denn jetzt los, die Mensch? Ich glaube, die halbe Bude hat gerade Hausverbot bekommen. Upsi. Ja, wenn die Tür das sagt, dann ist das so. Der Tür vertraue ich mir. Ah, Ronny! Dahin. Na, alles geklärt? Ja, ich glaube. Die Sache ist ja ganz schnell aus dem Ruder gelaufen. Auf einmal kam die Summer kam da runter wie eine Spinne. Ich habe die nicht gesehen. Die hängen oben rechts in der Ecke an diesem dunklen Dings. Und dann hat die ihre Chance gesehen, hat sich in der Hart verbissen, ey. Wäre ich in Summers Position, hätte das wahrscheinlich auch gemacht. Da kannst du mal sehen. Hat sie gut gemacht. Na? So, ich muss mal diesen rotenhaarigen Fate finden. Wo ist denn der? Das ist eine gute Frage. Ich guck mal. Der ist hier reingerannt und dann war er weg. Das ist merkwürdig. Der ist gut im Verstecken. Ja, und so unauffällig, ja. Total. Mein Gott, Summer, du hast sie aber voll zusammengelegt. Scheiße, Mann, wie schnell du auch warst. Mich draufgestürzt. Weil ich das sage und ich bin hier die Tür. Wir gehen jetzt raus, Wade. Warum soll ich raus? Wade, du gehst mit dem Mann raus und du hörst auf den, ist das klar? Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht, ich hab mich versteckt. Wade. Das heißt, wie heißt das? Was? Wenn ich sage... Du gehst mit dem Mann raus und du hörst auf den. Mein Storch, ich hab überhaupt nichts gemacht. Vater heißt das.
Ich schmeiß dich auch nicht raus aus dem Laden, Junge. Du sollst jetzt mit dem rausgehen und das klären. Ja, da stehen die scheiß Bullen. Das ist doch scheißegal, du hast doch nichts gemacht. Die wollen mich mitnehmen. Dann reden wir mit denen. Mein Gott, dann kommen wir mit, du Trottel. Mein Gott, der Wade, der macht mich ja fertig. Ja. Manchmal denke ich, wer soll für den Scheiß hier. Naja. Wir sind doch ja keine Bullen. Was sind die Bullen? Doch. Das ist doch ein Blut. Moment, Junge, wir da rennt ihr. Geht in mir, ich geh rein in jeden, ist mir scheißegal. Aber ich... Hier, oder? Weil da ist wieder der Typ mit die Glauben, der immer für die Unordnung sorgt, hä? Amen, Bruder. Wait, es ist aktuell noch so, dass durch diese Heirat mit O'Neill dieser Beschluss besteht. So. Ich glaube, du hast heute deine Scheidung eingereicht. War das richtig? Jo, wir waren mit Wade vorne im Department of Justice und mussten das einreichen. Ich reife mal ganz kurz Wort. Ja, natürlich. Klärchen. Wisst ihr, ob das schon durch ist? Wir wollten das heute durchbringen, aber der Mann, der da unten war, hat gesagt, wir müssen auf morgen warten. Okay, gut. Das heißt 20 Uhr der Termin beim ersten Richter. Im Endeffekt im Vollzug, nicht? Die sind ja sozusagen nicht mehr für sich zuständig. Das würde ich gerne so bestätigen, aber leider ist es tatsächlich so, dass der Beschluss immer noch gültig ist. Naja, das ist jetzt aber nur wegen der Zeit und nicht, weil der Beschluss nicht morgen nicht gültig ist. Verstehst du nicht? Oh, also, ja, also dem wurde schon widersprochen und der wurde angefochten. Ja, wir können jetzt, das ist ja total scheiße. Der ist ja auch nicht mehr, der Mann ist doch ja auch nicht. Der Mann kriegt doch ja nicht. Was soll denn der jetzt machen? Der hat total Angst vor ihm. Ist ihm klar, dass ich den hier gerade rausschleifen musste, weil er dachte, er wird von ihm mitgenommen. Ja, wir sind zum Sprechen gekommen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind von Ihrer Frau geschieden, nicht? Oder haben vielleicht sogar eine Hexe, nicht? Und das ist so eine richtige Furie, nicht so eine Hexe. Nicht? Ja, so eine schwarze Witwe, die von hinten kommt. Richtig. Ach du meine Güte, bitte nicht. Ja, jetzt bitte nicht persönlich werden, okay? Das macht er nicht stimmen. Versuchen wir den Jungen ja nur vor diesem Trauma, was er vielleicht erleben könnte, zu bewahren, nicht? Das ist Dienst einer Gesellschaft, was wir hier gerade versuchen. Das ist eine toxische Beziehung und seit Wade bei uns ist, ist er Barmann und ist noch nicht straffällig geworden. Ich denke, das spricht für sich. Auf jeden Fall. Also ich kann das nachvollziehen. Ich bin selber Bürger des Nordens und ich liebe meine Freiheit und ich schätze nichts mehr als Freiheit. Ja. Trotzdem habe ich halt eine Pflicht zu erfüllen. Ja, ich habe eine Pflicht zu erfüllen als Staatsdiener. Ich würde das gerne tatsächlich jetzt so lösen wollen, dass wir vielleicht gemeinsam einfach mal zum Department of Justice fahren und das dann einfach mal jetzt zur Klärung kriegen. Können wir das vielleicht so machen, dass Sie da ganz kurz mal wen anrufen und bestätigen, dass wir da waren? Da müssen Sie nicht hinfahren, rufen Sie doch einfach an, wir waren doch vorhin da. Ja, ich rufe mal ganz kurz jemanden an. Machen Sie mal. Ich klingel mal ganz also, kurz. Also, Wade, bleib mal ruhig, alles wird geklärt. Ja, keine Sorge, Wade, wir sind nicht hier, um dich mit Handschellen irgendwo hinzubringen, keine Sorge. Ja. Habe ich aber ganz andere Erfahrungen mit euch gemacht. So, willst du mir jetzt erzählen, dass schon mal ein Polizist zu dir gesagt hat, Mensch, ich will ja nicht, und dann saß du danach in der Zelle? Ja. Nee. Doch. Das überrascht mich. Also, wir haben uns extra dazu entschieden, euch jetzt hier zivil aufzusuchen, weil es ansonsten auch keinen Sinn hat. Wir wollen ja auch nur reden. Für uns ist dieser Beschluss auch Quatsch mit Soße, wenn ich ehrlich bin. Naja, ist halt immer noch, wie es ist, war. Aber der Mann versucht sich hier rauszufechten und alles zu machen, und dann wird er trotzdem, weißt du? Ja, klar. Wir haben nur vorhin mit einer Richterschaft telefoniert und die meinte, ja, der Beschluss ist halt noch in Kraft. Solange ihr noch nicht offiziell geschieden seid, ist das leider so. Naja, der hat aber seelische und körperliche Gewalt erfahren, der arme Junge. Und wo soll der denn ins Sinn gebracht werden? Tatsächlich ist es so, dass Sandro und ihr möchte, dass Wade nicht mit euch... Dieses Dreckschwein. Ja. Dieses Dreckschwein. Ne? Dieses Dreckschwein. Das heißt, Dreckschwein. Egal wo ihr seid, soll er nicht sein. Dieses Dreckschwein. Und andersrum, ja. Ja, das schränkt ihn noch in einer Bewegungsfreiheit ein. Das ist auch ein amerikanisches Grundrecht. Ja, alles klar. Der ich Mann bin in. Auch. Denkt, ich fahr mal ganz schnell zum DOJ. Ich bin gleich wieder hey, da. Hey, ich brauche einen Twinkie. Oh, Mensch, du. Wait. Verdammte Sandro. Wait, hör auf, mich verschissen anzuzwinkern. Ansonsten rede ich. Er erklärt das doch gerade am Telefon. Das wird sich doch gleich gerade auf. Ganz langsam mit dir. Genau, du hast es schon verstanden. Alles klar! Dieser verdammte Sandro ist einfach nur, naja, verletzt. Unser Wunsch wäre jetzt, wenn wir vielleicht gemeinsam hinfahren, dass wir die Sache nochmal schildern können. Insgesamt. Wir waren noch schon da vorhin und der Richter hatte keine Zeit. Wir haben da gesessen und haben gesagt, wir würden gerne jetzt mit dem Richter reden, das ist dringend. Der Beschluss ist da. Wir wollten das durchsetzen, aber wir konnten nicht. Der hat gesagt, der hat Termine und hat uns auf morgen verdröselt, wa? Also, Scheiße! Wir konnten den Herrn Campbell heute einfach nicht aufgreifen und morgen finden Gespräche statt.
Alles klar. Ja, alles klar. Machen meine Herren, so. Kommen Sie mal vorbei auf den Pilsen oder? Ja, ich habe gehört, sind Sie Priester? Ich habe gehört, Sie sind Vater. Ja, mein Vater. Sohn. Ja, dann kann man bestimmt bei Ihnen noch zur Beichte kommen, oder? Scheiße. Jetzt haben Sie es nötig. Der Vogel ist abgestürzt. Alles gleich, und dann komme ich dann mal in, wie heißt die Chapel, ja? Ja, in die Kapelle, genau. Ja, so, alles klar. Machen wir Sonntag, dann so 21 Uhr. Super, weiß ich Bescheid. Ich wünsche euch. Alles klar, haut rein. Schönen Abend noch, ne? Tschüss. Bis dann. Tschüss. Schöne Albträume. Verdammte Scheiße, Wade. Ebenso. Ja! Jetzt ist irgend. Willst du noch irgendwas sagen? Hey, was will ich denn sagen? Moin. Was ist denn Arsch? Moin. Hallo. Hi, grüß dich. Grüß dich. Wer kriegt Bier? Ach, hier. Schmorales. Nur weil ihr das Schloss wieder nicht ausgetauscht habt, wa? Schmorales, jawohl. Moin. So denn, würde ich sagen, kommt mal mit. 500 Flaschen habe ich mit. Verdammte Scheiße, kannst du die nicht hochfahren? Was soll ich denn jetzt mit 500? Fahr die doch mal hoch, wir haben doch oben. Wie sollen wir denn mit dem Bike hochfahren? Kann jemand mal Josh anrufen und sagen, dass der warten soll, bis der Schmorales so oben ist? Ja, ich bin vorne. Gut, wir fahren hoch, alles klar. Juba, danke, danke. Was hat denn jetzt 500 Bier? Wir kriegen zum Dank 500 Bier, weil die verkackt haben im Schloss. Sag mal, DC, komm mal kurz. Josh, bist du noch oben? Ja, warte. Super, hab ich den Josh halt gerade angerufen. Was denn? Der Paletti meinte, irgendwie funktioniert es oben nicht. Der kann diese komische PIN-Anlage nicht abmachen, ohne das ganze Haus abzureißen. Der PIN ist jetzt einfach nur eins erstmal. Ich weiß nicht, wer das wissen würde. Welche Tür da jetzt? Wir brauchen keinen PIN da. Ja, war doch vorher, das war doch ausgestellt war doch davor. Aus. Jetzt ist es an, oder wie? Josh hat gerade angerufen und mir das so gesagt. Dass der kann das irgendwie nicht wegmachen und deshalb ist er jetzt eine Eins. Also gut, vorerst klar. Oder was? Ja, vorerst. Wir machen das dann. Da ist es okay. Naja, klar. Also wird das kriegen. Kommt doch mal mit zur Seite. Das hat man gehört. Habt. Ja, klar. Ist jetzt auch nicht welche Tür oder so, aber. Ja, die nach unten. Die nach unten. Meines Glaubens hast du Bock auf eine Probe. Ah, okay. Oh. Was passiert? Jo, was? Schlägerei? Natürlich. Schlägerei? Ja, klar, dann würde ich sagen. Müssen wir aber ein bisschen nach hinten gehen wahrscheinlich, oder? Warum? No? Naja, du kannst es auch hier vorne machen, aber willst du jetzt natürlich. Eins gegen. Oh, du Dreckschwein! Dreckige Sau, du Schwein, du! Los, hau drauf, Vater! Hau drauf! Ich hab mich, Wade! Was meinst du? Warte. Ist die Summer dabei? Ich bring nur noch schnell eine Lieferung weg, ne? Ich melde mich bei dir. Okay. Und die Gewinnerin ist Nita. Sehr schön, Nita. Sehr schön. So sieht es mal aus, Dios mio. Verdammte Scheiße. Was für ein Schlachtfeld. Ich ruf mal Krankenwagen. Oh, Scheiße. Ich bin wirklich eine Maschine. Ich kann einfach nichts dagegen machen. Hi, Victoria. Wie geht's dir heute? Was ist denn hier passiert? Ach, schöne Schlägerei. Wirklich? Schönes Ding. Ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Drei Rocker haben hier 8 Leute weggehämmert. Heftig. Das ist ordentlich. Ja, bitte. Also, Respekt, Nita. Respekt. Tut sie, brauchst du einen Kühlakku? Oh, Kacke. Ich hab vorhin auch die Fresse gekriegt. Scheiße, sieht mein Gesicht noch gut aus? Ja, sieht noch gut aus. Ah. Einfach den Kühlpack schnell draufhalten, dann wird das auch nicht um die Tage. C, mach ich. Oh, das ist wehgetan. Ich hab den Mediziner geholt, da sind noch 2 andere drin gekommen. Müssen wir mal muten, weil normalerweise ist es so, wenn du bewusstlos bist, kriegst du das nicht mit, was gesagt wird. Das heißt, ich mute immer mal, damit wir nicht Dinge verarbeiten, die wir nicht wissen dürften. diese kleinen Sträuche hier. Baker schon da? Ne? Ach doch, da sind sie. Also ich glaube, ich will nächstes Mal einfach Nita als Vater. Jonah Wick quasi. Scheiße. Wo tut's dir denn am meisten weh? Am Hinterkopf. Ist dir schwindel, ne? Okay, setz mich ein bisschen hin. Ich schaue mal gleich die Haare ein bisschen hoch. Na klar. Schauen wir das gleich mal an. Ist dir irgendwie schwindelig oder? Nee. Ein bisschen benommen, ne? Ich gebe dir da mal was Kühles drauf. Ihr blöden Wichser, ich hab nur Schellen gegeben. Wir hatten eine kleine Beule, sein, aber die wird bald wieder. Guck dich nochmal um und überleg dir, ob du dich wirklich mit mir anlegen willst. Ich bin diejenige, die als letztes gestanden hat. Ich wollte gerade sagen, wer hat gestanden? Ja, ist mir scheißegal. Ich klär das jetzt mal, Ricky. Dass ich die anderen aufhebe, ja? Nicht, dass du mir wieder umfällst, ja?
Hör auf, mich hier voll zu quatschen! Frauenpower! Scheiße, verdammt! Alle große Schnauze, anstatt sich hier mal umzugucken und zu sehen, was ich hier gerade angerichtet habe vor einem Blut. Kommen Sie mal gucken, ich glaube, ich habe mir Finger dran. Ist er gelaufen? Oh, hallo. Es ist Julia. Moment, die setze ich hin. Oh Gott. Wo tut es dir denn am meisten weh? Ja, Entschuldigung, hat so. Also im Hinterkopf bekommen, okay, dann schauen wir gleich. Dann darfst du auch einmal an meine Socke riechen. Oh, ich geb dir da mal was. Scheiße, der blutige Pfad Gottes! Ich sitze nicht, dass du mir wieder umfällst, ja? Ich bin dann gleich wieder bei dir. Weitermachen. Ein bisschen schwindelig oder hast du das Gefühl, dass dir gleich wieder schwarz vor Augen wird? Scheiße, wer ist denn hier? Das geht. Wer ist das? Ja, oh, okay. Hat auch irgendwie wenn gut aufs Maul bekommen. Was ist nur passiert? Ey, okay. Bonnie! Oh, da kam so, da war irgendwas aus der Kontrolle gerannt hier drauf. Ja, ich musste leider direkt gerade was kontrollieren. Nee, Okay. Oh ja. Gott, du musst mich mal in dieser, mich in diese Altherren Hamburger Schelle unterweisen. Wow, ja, yeah. Aber lustigerweise haben die halt seit die vermöbelt, die ich gerade rausgeworfen habe, nicht? Hast du alles richtig gemacht? Na ja, klar. Ich habe die Gefühle in meiner Rathaus klingelt. Bei euch alles gut, warte mal. Ja, ja, klar. Ich habe wieder was für den. Trinkst du Sinn? Ja, mir sicher. Die Frage ist, was trinke ich nicht? Ihr seid die beste NC. Ich habe gerade Badewasser von der Mini getrunken. Oh ja, das haben wir neu, das ist schön, ne? Total. Da liege ich. Ich danke. Ich liege dir zu Fuße. Und wenn ihr, wenn irgendwer von euch zufällig gerade gesucht wird, nicht? Gleich kommen die Cops wahrscheinlich vorbei. Nee, alles gut. Ich danke. Ja, gerne. Weil die Cops kommen gleich vorbei. Ich glaube, du solltest jetzt langsamer gehen. Ja, alles gleich, aber. Ihr seid also bei uns und wollt eure Schulden zahlen. Nee. Oh Gott. Ja, wir sind aber gerade nicht. Was denn? Wait, warte! Bitte, Riese. Einbrechen? Nein, ihr brecht nicht in den Club ein. Ey, dann können die direkt nochmal auf die Fresse bekommen. Schweine. Die brechen in den Club ein. So. Dann hebst du auch noch aufs Maul. Ich krieg wieder Luft. Ist denn jemand von den Glauben erzählen? Du kleine Drecksau. Nächstes Mal gebe ich dir aber zuerst ein. Wirklich? Man muss immer die Verlöse bekommen. Herr Pendejo, du kriegst noch was, eine Tequila. No, das mach ich nicht. Gott, wenn ich heute noch einen zweiten Tequila... Was soll denn dann doch passieren? No, du musst... Ich weiß nicht, komm, ich gebe dir noch eine. Wir müssen jetzt aber los. Nee, wirklich. Naja, klar. Das war die Chance. So. Kopf und Gesicht. Ich hab so eben seinen Hauf bekommen. Bin in dem Gesicht entlang. Okay, dann schauen wir mal gleich. So, wenn ihr erst wachst mir jetzt weh und dann schiebt er mich aus dem Scheiß raus. Wenn ihr soweit seid, müssen wir wieder hoch. Die Verlorenen brechen gerade bei uns ein. Wir können noch mal prügeln. So bereit. Ich prüge mich nicht mehr. Wait, da ist diese Dreckschweine. Hat doch jemand Hilfe hier von euch? Wir treffen uns bei den Bikes. Was Cooles gibt. Danke, Doc. Dann lassen wir mal ein bisschen uns bei den Bikes. Es brennt ein bisschen wahrscheinlich, gell? Tschüss. So, habt noch einen schönen Abend, ne? Oh, nach Mann, wunderbar, wir sehen uns das nächste Mal die Wiedersehen. Schöne Grüße. Bonnie, mach es gut. Ja, und ich schöne Heimfahrt. Bonnie, alte Hundelunge, hau rin. Okay. Jo, danke für die Hilfe, danke für die Hilfe. Der wirft die Flaschen runter. Dreckschweine, ich schwöre dir, die werden runter. Was wirfst du runter, Diggi? Ja, Winters hatte hier in der Stadt noch nie so viel Erfolg. Du schmeißt das Logger weg. Na, du Schwein. Vier Flaschen schon gewesen. Vier Flaschen, wir haben fünf. Sind das Rocker? Fünf wir müssen Minuten. Schnell zurück. Sind die gefährlich aus oder sind du gibst uns drei? Ich gehe heute doppelt auf Kniescheibe. Du landest gleich in meiner Beinschere, du Schwein. Oh oh. Du landest in meiner Beinschere. Ja. Wo ist denn JD? Gute Frage. Ja, der lässt sich doch behandeln. Da kommt er doch, ich glaube, ich sehe ihn. Alles gut. Ja, ja. Fick dich, Apache, ich habe genau gesehen, wie du mir eine gezimmert hast. Der schöne Siggi, wir sind doch auf dem Weg, du Schwein. Oh nein, er lacht und schmeißt alles runter, dieses dumme Schwein. Dieser Fratzengulasch. JD, mach hin. Atenta. Die Dreckschweine. Hoffentlich sterben die. Ich brauche alle. Ich brauche alle. Kommt her. Ja, ich sorge dafür. Kommt, helfen Sie den Leuten. Helfen Sie den Leuten. Was ist denn hier los? Hilfe! Hier los! Ich hab ein Problem, Sir!
komm mit. Was passiert? Alter, die sind gebrochen. Greifen Sie mir, halten Sie die Kurzhandlösung, halten Sie die Kurzhandlösung. So, Herzrhythmusmassage. Scheiße, was machen die denn umgekehrt? Da haben sie doch eine gegessen. Alter, was soll das? Oh Gott! Scheiße! Rechnung bezahlt, ihr Wichser! Scheiße! Oh Gott! Sorry. Alter! Oh, ihr Schweine! Ihr Dreckschweine! Auf! Oh. Ich hab hier noch einen Finger für dich. Ich Sie sind von oben auf uns rumgesprungen. Oh. Ich bin übrigens Burschen als Stuntman und so. Scheiße. Nein, rauf hier. Auf oh, du verdammter Wichser! Oh, in die Hölle! Natürlich bin ich ein Arzt. Das große AOD Tor. Was? 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 Ja. Du bist ein Engel. Also, ich muss weg. Ja, nur Engel. Du bist nur Engel. Nur Engel. Oh. Nur Engel bist du. Engel des Todes. Das bringt dich auch noch um, Bild. Nur wenn ich will. Oh, du bist kein Engel des Todes. Du bist kein Engel des Todes. Du bist nur ein Engel. Oh, nimm das zurück, sitzen morgen, okay, du Schwein. Ey, wir müssen uns verpissen, Leute. Die haben, glaube ich, die Überzahl. Scheiße, lass uns verpissen. Hinterher! Ihr Dreckschweine! Auf Nacken! Gib auf Nacken! Der schöne Siggi gehört. Komm her, du! Ja, der schöne. Gib ihm die Beinschere! Hab ich nicht komme! Ah! Oh. Ich bin gefallen! Aua! Oh Gott! Ich dachte, der kann doch ein paar Meter! Schwein! Oh, aua! Ich bin doch voll Lecklock! Arschbohre! Oh Gott, er ist willkommen! Er ist willkommen! Ich krieg dich! Ah! Komm her! Ah, oh Gott, scheiße! Oh Gott! Ah. Oh Gott! Oh Gott! Oh. Den haben wir. Meine Nase blutet. Ach nee, sie läuft nur. Das ist gut. Verdammt, jetzt lauf jetzt, ansonsten gibt's hier auf der Schelle noch. Oh. Oh Gott. Mama. Oh, den haben wir ganz schön geschellt. Ja. Das wird dem nicht nochmal passieren. Drecksau. Die sich einfach vom Dach gestürzt, die Wichser. Die haben uns auf, die haben eine Falle gestellt. Wir sind wie die Idioten reingetappt. Das die haben so ja getan, als hätten die irgendwer verletzt und dann... Vollkommen verrückt. Da hinten los. Oh Gott, was? Oh. Die jagen noch. Jetzt ist Wade gestürzt. Jetzt stürzen alle. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war wie so ein Domino-Day-Ding. Oh mein Gott. Ist noch nicht vorüber. Die sind noch nicht fertig. Apache kämpft noch. Der kämpft da. Oh Gott. Josh, der zieht auch ordentlich durch. Guck dir das an. Wahnsinn. Das sind die Jude. Der hat so ein Beyblade drauf. Oh Gott, wie sie die ganze Zeit... Wie sie oh, die ganze Zeit geht... Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt stürzen sich die ganzen Verlorenen. Oh Gott, da kommt der mit der Kugel. Oh nein. Dass das denen schon wieder passiert. Diese Kugelnummer. Brauchen wir einen Konter. Ja, wir müssen das Schild bauen. Ja, brauchen das Schild. Ach du Scheiße, wir werden fast tot hier fahren. Boah, ach du Scheiße. Dann nochmal. Doc. Ja. Ja, ich hab mir da schon was überlegt. Ja. Also, wir müssen den Falle stellen. Lass mich den Signature-Move ein bisschen ausarbeiten. Ich hab da was in Planung schon. Ja, wir müssen da eine Formation haben, dass wir da, einfach dagegen läuft und dann sich selbst verletzt okay, oder lass so. Okay, lass mich meine Strategie jetzt ausarbeiten. Die ist morgen ready. Schau mal einmal das Licht aus. Warum steht der jetzt so ein Spotlight da vorne? Ah. Oh. Heilige Scheiße, der Typ mit dem Helm ist absolut krank. Und oh, wir haben jemanden verloren. Achso, ich dachte, schon, warum ich dachte du bist das mit dem Leuchten. Wen haben wir verloren? Was? Oh, Travis! Travis ist doch. Ich hab gerade schon gedacht, der Vater hat ein Level Up, ich sehe hier Scheinwerfer. Travis? Wo ist Travis?
Travis entführt! Was? Die haben Travis entführt. Die haben noch nicht Travis entführt. Nee. Die haben Travis entführt. Wo ist er denn? Er war nicht im Auto. Nee, wait. Die haben Travis nicht entführt, glaube ich. Nee, der ist nur scheißen. Ja, der hat sich da hinten mal hinter den Busch gesetzt. Der ist nur scheißen. Alles diese Fetzer ist mir genau auf die Schultern gesprungen. Ey, die haben hier von hier oben gewartet. Dreckschweine. Die sind von da oben runtergesprungen mit einem Leg-Drop. Unglaublich. Oh, Gottes Willen. Ich bin hart im Nehmen, aber das war übel. Das war wirklich übel. Ja, der ist scheißen, alles gut. Nur noch diese blonden Locken um mich fliegen sehen. Ich muss mal mein Bike tanken. Der ist nach vorne weggerannt, jetzt noch. Scheinwerferlicht. Vollkommen wild. Hier ist es schon wieder alles außer Kontrolle. Aber ich kann sagen, der Norden lebt. Er lebt wieder. Und wie er lebt. Da kannst du auch mal von ausgehen, Alter, was hier los ist. Da kannst du aber mal vollkommen von ausgehen. Sind die Koffnis und Schellen die RP-Lösung Medixum gehen? Ja, das lässt einem halt die Freiheit, selber zu entscheiden, wann man down geht und so, das ist alles ein bisschen entspannter. Also das kannst du auch nicht mit jedem machen, aber mit so ein paar Gruppierungen, die das auch machen, kannst du es machen. Das ist relativ, relativ gut. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Fuck! Bei dir alles in Ordnung, Doc? Ja, 30 Bier da drin ausgeschüttet, das Schwein. 30? Ich hol mir den, DC. Morgen habe ich eine Formation ausgearbeitet und dann gehen wir da rein. Wir müssen eine Formation haben. Der schöne Sigi gehört mir. Wir müssen so eine Spartiatenformation haben, ja. Also das mit Sperren. Damit der mit seinem Helm da nicht mehr durchkommt, der muss an uns abprallen. Verdammt. Ich denk mir was aus. Dieses Schwein. Was ist denn jetzt hier das Problem? Ach, okay, das geht nicht auf. Da muss ich... Okay, alles klar. Ah, du hast den Pin auch gefunden. Sag mal, beruhig dich doch mal. Du musst nicht gleich mir ins Maul hauen wollen. Verrückt. Raste doch mal gleich aus, die Alte. Okay, funktioniert. Was ist denn... Naja, hier, gib dir mal ein Bierchen. Wait, wir morgen... Wir werden eine Formation außer... Ja, oder so, danke schön. Josh, hat alles geklappt mit den Palettis? Ja, unten ist jetzt ein... Die ja, konnten ich weiß, eine 1 einfach. Ich habe das getestet, das geht auch. Ja, ja, ist alles gut. So, der Morales sollte jetzt hier noch mit Bier auftauchen, das ist aber noch nicht passiert. Hä? Ja, der JD hat mich angerufen und hat gesagt, der Morales kommt hier mit 500 Bier. Ist noch nicht passiert. Der war doch vor 2 Stunden schon unterwegs. Ja, warte mal, weißt du, der JD hat mich heute aber schon... Ja, bitte. Moin, sag mal, wo ist denn der Morales mit dem Bier? Ja, der steht hier und wartet, ne? Der sagt, wohin muss ich? Da habe ich gesagt, ist naja, das zu ist, uns ne? nach oben. Ja, ja, der kommt jetzt, der kommt jetzt. Übrigens, die Tür ist eine Spezialtür, wurde das schon mitgeteilt. Ja, ja, die Nummer 1, ich habe schon. Alles klar. Perfekt, müssen wir leider so lassen. Der kommt jetzt, ja? Ja, alles klar, wir warten. Alles klar, ciao. Ciao. Gut. Sag mal, Vater, willst du mir deine Nummer geben? Ah, ja, klar. Weil, ein bisschen komisch, wenn ich Travis oder so anrufen muss. 231-250. Warte, so. Gut, der kommt also noch, ja, habe ich da ihm jetzt entnommen. Werkzeugkoffer weg. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Hintergründe gibt. What would Raid do? Da ist er. So, die Bar hat auf. Und die Bar ist jetzt offen. Sehr gut. Er sagt so wunderschöne Dinge. Sag mal, was glaube ich dir? Klar, bei dir. Ja, ja. Ich hau mich jetzt hin. Ach so, okay. Bar ist aber jetzt auf. Naja. Ich hau mich hin, wir sehen uns morgen, ne? Jo, gute Nacht. Ciao. Nacht, Vater. Schöne Albträume. Schlechte Nachricht voraus. Locker ist leer. Holy fuck. Oh, der ganze Locker wurde ausgekippt. Das hat der schöne Sigi ausgekippt. Oh, dumme Drecksau. Erst prellen sie die Zeche und jetzt kippen sie unser Bier aus. Ah, ja, dafür hat er einen Kopf in die Weichteile bekommen. Ah, das bekommt er schon. Ich hab den im Visier. Ja. Ah, ja. Ich hab ihn auch eben mit Absicht auf seine Locken gestellt. So, ich hau mich hin. Ne? Wade, mach heute keinen Blödsinn mehr. Doc, pass auf Wade auf, dass er wirklich keinen Blödsinn macht. Ja, klar. Alles klar, DC. Tschüssi, Kowski. Oh. Ah. Ja. Gut.